Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Herz, Seele, Ball für Dienstag. Da flackert nichts. Gestern hat es geflackert, weil ich den Fernseher anhatte. Ich vergesse immer irgendwas. Irgendwas, was dann Martin schier auf die Palme bringt und der mir freundlich eine Mail schreibt, so nach dem Motto, siehst du nicht, dass es da flackert? Doch, Martin, ich gebe klein bei. Ja, das sage ich nur für alle, die unsere Videofassung sich anschauen von Herz, Seele, Ball. Die anderen hören ja nur, die haben eh nicht das Problem. Schöne Geste in Wolfsburg, da hat man mit diesem Bild und mit diesen Dingen an Malanda gedacht. Ja, so schnell geht das. Ein Spieler, der sehr jung ums Leben gekommen ist. Also ich finde das schön, dass man das nicht vergessen hat in Wolfsburg. Die sind sportlich in Problemen, denn sie haben schon wieder verloren in Bochum 1-0. Und Florian Kohfeldt in der Anfangsphase bei Werder Bremen, boah, das große Trainertalent, alle haben ihn gelobt. Ich glaube, Gladbach wollte ihn zwischendurch mal haben, wenn ich das richtig in Erinnerung behalten habe. Jetzt verliert er und verliert er und verliert er und muss dann so komische Wasserstandsmeldungen abgeben, wie ich glaube fest daran, dass das bald aufhört. Er kam nach Wolfsburg, hat 3 Spiele gewonnen und seitdem ging es bergab. Fußball, soll mir das mal einer erklären, denn die Mannschaft vom VfL Wolfsburg, die hat schon eine Menge Qualität zu bieten. So, eine Erinnerung, ach, ist das schön. Alemannia Aachen-Fans, Teletext, das ist ja auch so etwas, was wir fast vergessen haben. Gibt es immer noch, aber schalten immer weniger ein. Und ganz früher, als es eben halt noch kein Sky gab oder so, da haben manche Leute einen Fernseher angemacht, Teletext, da wo die ganzen Bundesliga-Ergebnisse waren. Und dann haben sie immer darauf gewartet, dass zack, das Ergebnis sich veränderte. Radio hören wäre ja eine schöne Alternative gewesen. Heutzutage kann man jedes Bundesligaspiel komplett 90 Minuten im Internet als Radioreportage hören. Unglaublich, was sich da alles geändert hat. So, Herr Haaland, über den wird diskutiert, ob er denn da böse Worte gebraucht hat. Ja, hat er, aber jetzt mal ganz im Ernst, liebe Freunde von Herz, Seele, Ball und liebe Freundinnen auch. Ich kann die Sternchen so schlecht setzen. Ja, der hat was Böses gesagt mit F und UCK dahinter und was weiß ich. Aber wer hat sowas noch nie auf dem Fußballplatz gesagt? Und das war ja auch eine doofe Situation. Dortmund macht das 2-2 und dann kommt ein Frankfurter und will den Ball ganz schnell wieder wegbringen oder nicht so schnell wegbringen. Haaland wollte ihn schnell wegbringen und der andere hat ihn dran gehindert. Und dann sagt man schon mal was Unfreundliches und alle haben gelb gesehen und viele regen sich auf im Internet. Einer regt sich auch über die Frisur von Haaland auf und das finde ich cool. Er hat darauf geantwortet mit einem klaren Nein. Ich lasse die Haare so. Hat ja die Haare jetzt so ganz glatt und blond und lang. Er sieht schon, ja, sagen wir mal, eigenwillig aus. Bin wirklich gespannt, was aus dem Jungen noch wird. Er hat aber das Spiel in Frankfurt ohne jede Frage für Dortmund mitgedreht, auch wenn er diesmal nicht einer der Torschützen war. In Zeitlers wunderbarer Welt des Fußballs hat man ja dann auch den Ton so ein bisschen runtergezogen, damit man genauer hören konnte, was Haaland gesagt hat und das klang dann etwa so, sollte lustig sein. War so mittelmäßig lustig. Ja, überhaupt mittelmäßig lustig oder überhaupt nicht lustig. Ich werde es jetzt nicht vorlesen. Wer sehen möchte, was man mir geschickt hat, der muss jetzt, Herz, Seele, Ball, die Videofassung schauen auf MUX.TV oder bei Facebook. Ich will es gar nicht sagen, guter Freund, aber ein Bekannter hat mir diesen unfassbaren Gag geschickt, der jetzt bei euch auf dem Bildschirm auftaucht. Es geht um Inzucht, es geht um Gelsenkirchen und um ein Missverständnis. Schaut euch das an, ich werde das nicht vorlesen. So, in diesem Sinne, vielleicht eine der merkwürdigsten Ausgaben bisher von Herz, Seele, Ball. Ich verabschiede mich und sage, wir sehen uns erstaunlicherweise morgen wieder, ganz ohne Flackern. Martin, du musst stolz auf mich sein. In diesem Sinne, tschüss. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.